Das ist jetzt ein Novum, ne? Dieses Mal. Wieso ist das ein Novum? Weil dem geneigten Zuhörer festgestellt, weil dem geneigten Zuhörer aufgefallen sein wird, weil er festgestellt hat oder sie, dass wir eine Woche ausfallen lassen haben. Ja. Wir wären eigentlich letzten Freitag schon mit der neuen Folge online gewesen. Ja. Ging aber nicht. Ist meine Schuld. Du bist schuld. Finde ich schön, dass du das jetzt direkt auf dich nimmst. Mhm. Aber ich bin nämlich krank geworden und das ist meine Schuld. Ich hätte nicht krank werden dürfen. Ja, Herr Lehrer. genau, du hast nämlich angerufen, hast gesagt, pass auf. Oder, nee, du hast nicht angerufen, sondern wir haben gesprochen. Es war klar, du liegst derart flach. Ja. Mit dem mittlerweile modernen, wieder modernen großen C hat es dich schön erwischt. So sehr, dass wir gesagt haben, macht keinen Sinn, sich da jetzt zum Podcast zu quälen. Deswegen haben wir eine Folge mal ausfallen lassen. Sind jetzt am Start mit der 33. Folge, eine Woche später sozusagen. Ja. Passt gut zum Thema. Passt zum Thema. Wir haben nämlich deswegen gesagt, wir machen jetzt ein Thema, wo, da geht's, in dem es darum geht. Das Thema heißt... krank? Nee, das Thema heißt Gigs statt... Nee, was haben wir gesagt? Nee, krank trotz Grippe. Nein, Gigs trotz Grippe. Gigs trotz Grippe. Ist ein kleines Wortspiel. Gigs also wenn ihr trotz das, Grippe. Genau, also als Logopäde kann man das schön nutzen, wenn man das schnell hintereinander sagt. Beim Trinkspiel lohnt sich das auch, glaube ich. Gigs trotz Grippe. Gigs trotz Grippe. Ja, aber es ist ein ernstes Thema. Es ist eigentlich, also ich habe ja so ein bisschen drüber nachgedacht, das ist eigentlich ein total spießiges Thema, hat so gar nichts mit Rock'n'Roll zu tun. Und, ne, weil man ist ja immer so als Musiker... Wenn wir ja nichts damit zu tun haben eigentlich. Mit krank sein oder mit... Mit krank sein. Man verdrängt das. Ja. Also ich habe da keinen Bock drüber. Aber jetzt pass mal auf. Ja, ich pass mal. Jetzt pass auf. Ich pass schon die ganze Zeit auf. Du hast den Podcast abgesagt letzte Woche. Habe ich aus Versehen, tut mir leid. Nee, ist alles cool. Ich bin ja überhaupt nicht böse. Warum bin ich nicht böse? Weil du selbst krank warst. Nee, ich war nicht krank, aber weil wir hier kein Geld verdienen. Wir machen das ja nur, weil wir Spaß an der Freude haben. Ich fand es natürlich schade, dass wir das nicht machen können, aber es ist ja überhaupt gar kein Problem, einfach mal eine Woche zu warten. Ja, wir hatten jetzt keinen Schaden oder so. Ja, aber... Unsere Fans hatten natürlich... Genau, für die Leute, die wirklich sich da jetzt... ich glaube nicht, dass es da welche gibt, die da jetzt wirklich ein existenzielles Problem damit hatten, dass wir eine Woche später senden. Aber im Vergleich zu einem Job eines Selbstständigen, in unserem Fall selbstständiger Künstler, KünstlerInnen, ist das natürlich anders. Da überlegt man sich schwer, ob man den Gig absagt oder nicht. Warum? Weil wir da ja Geld verdienen. Und wenn wir krank sind, verdienen wir eigentlich in keiner Situation Geld. In der Regel fällt es aus. Ne? Also das ist ja das, was viele auch nicht so verstehen, die so, ich sag mal, glaube ich, so angestellt sind. Ne? Man geht dann zum Arzt, lässt sich krank schreiben und dann wird das weiterbezahlt und das ist kein Problem. Das ist halt bei uns gar nicht so. Ne? Das ist bei keinem Selbstständigen so. Bei keinem das Selbstständigen. Bei Angestellten haben diesen Vorteil, wobei es natürlich durchaus auch Führungspositionen gibt oder so, wo dann irgendwie jemand sagt, hey, ich bin zwar krankgeschrieben, ich muss aber trotzdem da jetzt irgendwie noch zwei Tage das irgendwie am Laufen halten, bis jetzt irgendwie der andere das übernommen hat oder wie auch immer. Klar. Gibt es wahrscheinlich auch. Aber in unseren Bereichen ist es eigentlich so, man hat einen Gig und wenn man den nicht spielt, kriegt man keine Kohle und man hat häufig auch ein Problem, wenn man krank ist und keine Aushilfe hat zum Beispiel und dann findet ein Konzert nicht statt, weil man krank ist, dann leiden da immer alle anderen auch drunter. Ja, ich hatte, Aushilfe ist ein gutes Stichwort, denn das macht das natürlich alles ein bisschen leichter, wenn man wirklich kurzfristig jemanden findet überhaupt. Ne? Mhm. Das ist ja dann oft nicht der Fall, weil doch alle irgendwie unterwegs sind und dann auch Gigs haben und so. Also kurzfristig jemanden zu finden, ist auch schwierig. Aber es hat bei mir einmal geklappt, als ich mit Gregor nicht spielen konnte. Da hatte ich eine Magen-Darm-Grippe und konnte nicht in den Zug steigen. Das wären 7 Stunden Zugfahrt gewesen in den Norden. Das wäre sowohl für dich als auch für die Deutsche Bahn schwierig geworden. Schwierig. Noch dazu sind die Bahntoiletten ja auch nicht so komfortabel. Ne? Ja. Da will man nicht die ganze Zeit sitzen. Und habe ich beschlossen, dass ich einfach nicht in den Zug einsteigen werde. Das war, wo der Ulle gespielt hat, ne? Genau. Und dann wo hat wir auf der Insel gespielt haben. Richtig, ja. In Föhr oder sowas. Ne? Ja, genau. Und dann hat der Ulle dann, der konnte das, der wohnt ja eh in Hamburg, hatte sogar auch einen relativ leichten Anreisetag. Das hat dir das erleichtert zu sagen, okay, ich kann den Gig jetzt nicht spielen. Ja. Was wäre gewesen, wenn es der Ulle nicht gekonnt hätte? Hättest du dir...
Genau, nächste Frage. Dann hätte die Band sich zusammensetzen müssen und sagen müssen, okay, was machen wir jetzt ohne die Gitarrenparts? Und also das war für dich klar, du kannst definitiv sowieso nicht, das macht keinen Sinn. Das hätte nichts, also ich hätte niemals in diesen Zug. Okay, kommen. Aber das war der Punkt, wo du gesagt hast, geht eh nicht. Der Hammer ist gefallen sozusagen, weil es einfach unwürdig wäre für dich, diese Bahnreise anzutreten. Ja, unmöglich. Aber es gibt ja auch Situationen, das haben wir glaube ich alle schon erlebt, dass man mit Fieber auf der Bühne steht. Ich habe mal mit einer Lungenentzündung einen Gig gespielt, in Arosa auf 4000 Meter Höhe. Das war letztendlich so, dass ich das nicht genau wusste, dass ich eine Lungenentzündung habe. Mir ging es einfach wahnsinnig dreckig. Aber das war ich glaube, das würde ich heute nicht mehr machen. Ehrlich gesagt, ist auch gefährlich, ne? Es gibt Menschen, die hatten dann irgendwie, Menschen, die haben dann davon ein Herzmuskelproblem bekommen. Also es ist richtig gefährlich. Aber ich kann mich an viele Situationen erinnern. Ich glaube, jeder von uns Profi-Musikern kann sich daran erinnern, dass man schon auf Bühnen stand, obwohl man durchaus unangenehme Erkrankungen hatte. Mit Fieber und Covid und whatever haben wir alle schon auf irgendwelchen Bühnen gestanden wahrscheinlich. Von Schnupfen bis hin zu wirklich bedrohlichen Dingen. Wir hatten mal eine Folge gehabt hier in diesem Podcast, die seltsamsten Gig-Phänomene oder die katastrophalsten Gigs. Ja. Und da haben wir drüber gesprochen, ich habe darüber gesprochen, dass ich einen Auftritt hatte mit Norovirus an Silvester. Ja, genau. Das war auch so eine ähnliche Situation, wo ich dann sogar an dem Abend jemanden versucht habe anzurufen, kannst du spielen und niemand konnte natürlich. Ja. Und ich musste das irgendwie durchziehen. Ja. Also, es wird so eine richtig schöne Pins-Folge heute. Wir heulen richtig rum jetzt. Aber wir hatten ja, also letzte Woche, ne? Also es ging ja los mit letzter Woche, dass wir mit Gregor zwei Konzerte hatten. Beim ersten bin ich schon so hustend hingefahren. Und beim zweiten hatte ich schon Fieber gehabt. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, das zweite Konzert, das muss ich jetzt irgendwie durchziehen. Aber man kann das ja, ne, weil du auch gerade gesagt hast, inwieweit kann man trotzdem auf die Bühne gehen, wie kann man das einschätzen? Ja. Und wenn das Fieber natürlich bis zum gewissen Grad noch nicht so hoch ist, also ich war so angehend fiebrig, grippig, und dann, ich kann da, glaube ich, schon noch einschätzen ungefähr, ich kann jetzt auf die Bühne gehen mit zwei Gripostat, ziehe ich das Ding durch und es geht irgendwie. Und dann danach muss ich halt irgendwie mich ablegen oder so. Ja. Also man kann das schon irgendwie einschätzen. Ne? War es bei dir mal so grenzwertig, dass du gedacht hast, du fällst von der Bühne oder so? Dass du gedacht hast, das packst du jetzt nicht? Wir haben noch diese Wintertour gespielt mit Sing Mein Song, ne? Wo wir diese, was waren das, 5 oder 6 Stadien, Arenen gespielt haben. Oh ja. Da kam ich von einer anderen Tour, ich weiß gar nicht, was da war, da eine Bab-Tour davor oder eine Gregor-Tour, ich weiß gar nicht mehr. Und ich war... Gregor auf jeden Fall. Ich weiß nicht, das war wahrscheinlich, das, ja klar, wenn es eine Wintertour gewesen wäre, da war ich dabei. Das war im Winter, das waren irgendwie so Dezembertermin oder so. Ja, das war ein Dezembertermin. Und dann sind wir in den Nightliner rein, ich kann mich genau erinnern, wir waren ja da, das war das erste Mal, dass wir mit der Sing Mein Song Band, mit Gosh 11 quasi getourt haben, ne? Weil wir sonst immer nur das Fernsehding machen oder so Einzelgigs gespielt haben, aber das war jetzt mal so... 4, 5 Dinge in Folge, die auch längere Zeit mal verschoben wurden. Das war diese ganze Corona-Thematik. Ja. Dann haben die endlich stattgefunden. Und am ersten Tag hat es mich komplett zerlegt. Und ich habe so richtig Fieber gehabt. Und lag da im Nightliner und habe gehustet wie ein... das habt ihr alle mitgekriegt. Dann ging es mir unfassbar dreckig. Und das war auf der Bühne auch so komplett, ich versuche mich so wenig zu bewegen, wie es gerade geht, dass ich irgendwie durchkomme. Ich habe natürlich dann Gripostaten, das macht man halt dann so, oder Aspirin-Komplex, ist eine schöne Werbung hier für Medizinprodukte. Das hat mich dann so drüber, aber dann nach der Show wieder sofort in den Nightliner. Ne? Und das waren einfach 4 Tage, wo ich komplett durch war. Mhm. Weil normalerweise, ich will jetzt nicht normalerweise sagen, aber häufig ist es bei mir so, dieser Moment, man hat dann 3 Tage frei und dann werde ich krank. So, das passiert häufig bei mir, weil der Kopf dann irgendwann diese Krankheit dann zulässt, sozusagen. Mhm. In dem Fall war es wahrscheinlich schon over the top. Ich war schon irgendwie angeschlagen von der Tour davor. Und dann hat es mich da total zerlegt. Das war so ein Ding, wo ich jetzt im Nachhinein gesagt hätte, boah, das wäre geil gewesen, wenn ich da nicht auf der Bühne gewesen wäre. Mhm. Aber auch nur aus gesundheitlichen Gründen wäre es geil gewesen, weil nämlich dann einfach mir die Kohle auch gefehlt hätte. Das ist immer das Bekloppte, dieser Zwiespalt, in dem man sich da befindet, dieser Spagat, Geld nicht verdienen, da, um gesund zu sein, oder packt man es noch und legt es danach ins Bett das und hofft. Das ist eigentlich irgendwie die unsoziale Komponente von diesem Job. Ne? Ja. Obwohl der Job so
ich sag mal, also ich bin echt happy, dass ich den Job machen kann. Das ist, wir sind alle happy, wahrscheinlich, weil wir halt einfach das machen, was wir gerne machen. Und eigentlich unser Job sich nicht wie Arbeit anfühlt, meistens, finde ich. Also klar fühlt es sich wie Arbeit an, weil wir natürlich auch lange Zeit irgendwie abliefern müssen oder konzentriert sein müssen. Da merkt man dann schon, dass man an seine Grenzen kommt. Aber vom Grundgefühl her gehen wir zur Arbeit mit dem Gefühl, ich darf wieder Musik machen. So, ne? Also mir geht's so. Und man lacht auch viel, was ja auch gesund ist. Also ich lache meistens sehr viel. Oder ja, wir lachen alle, in den vielen Situationen. Wir lachen alle viel. Also ich glaube, wir leben schon also auf der psychologischen Seite ein sehr gesundes Leben, würde ich mal sagen. Körperlich, klar, ne? Kann man auch mal Abstriche machen. Aber das ist das Schöne an dem Beruf. Aber die unsoziale Komponente ist natürlich... dass wir nicht uns krank schreiben lassen können und dann den Auftritt erstattet bekommen. So, ja. Ne? Wir haben einfach Verluste. Deswegen kann man sich eigentlich nicht erlauben, krank zu sein. Ich sag's an der Stelle, ne? Wenn hier Versicherungsmenschen zuhören, Versicherungsvertreter, ja. Wenn es das gäbe, wenn es eine Versicherung gäbe, in die man einzahlen kann, egal ob das individuell ist oder ob das solidarprinzipmäßig ist, in die man einzahlt, wo man dann im Krankheitsfall von der Versicherung einen Teil der Gage beispielsweise erstattet bekommt. Gage? Der Verdienste, die man da gehabt hätte. Mhm. Entweder wegen Krankheitsfall oder auch wegen Absage, wenn jemand anders absagt. Das hat mit Krankheit jetzt nichts zu tun. Ne? Aber wenn es das gäbe, ich bin der Erste, der da reingeht. Also abgesehen davon, also wenn es nicht zu teuer ist. Es gibt ja eigentlich sowas. Es gibt eine Berufsgenossenschaft. Ich habe da mal ein bisschen geguckt. Es gibt eine Berufsgenossenschaft. Es gibt, man kann eine private Zusatzversicherung abschließen, zum Beispiel bei der Technikerkrankenkasse. Da geht es aber eher um so Sachen wie Krankengeld. Also wenn man längere Zeit krank ist. Genau. Ne? Du hast ja über Pro-Musik hast du da ja auch schon ein bisschen Kontakt zu dem Thema gehabt. Und dann gibt es noch die private Unfallversicherung. Aber es da muss man jetzt klar unterscheiden. Genau. Wir müssen ja klar unterscheiden zwischen Krankheit, Unfall. Ey, ich habe meine Finger, meine Lippen sind versichert. Es gibt bei der Mannheimer Versicherung, das kann man glaube ich deswegen sagen, weil die jeder kennt, weil die für Musiker sehr präsent schon immer ist wegen der Musikinstrumentenversicherung. Die machen aber eben auch solche Dinge wie, bei mir heißt es Lippen- und Gliedertaxe. Mhm. Also ich habe meine Lippen und meine Finger, Glieder versichert. Und wenn da, wie am Ende von Four Rooms, der Finger abgehackt wird, dann kriege ich, das muss aber ein Unfall sein. Das darf also nicht mutwillig passieren. Aber ist es, man muss ja dann da auch, man muss ja da auch unterscheiden zwischen Arbeitsunfall und Unfall nicht während der Arbeitszeit, oder? Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist einfach ein Unfall. Wenn ich mit dem Fahrrad stürze, muss ich mal in meiner Police nachlesen. Aber das habe ich zum Beispiel. Das ist aber, wie du sagst, das ist eine Arbeitsversicherung. Wir reden ja jetzt darüber Krankheit, Grippe oder Magen-Darm. Also eigentlich reden COVID. Wir darüber, genau. Und da gibt es keine Möglichkeiten, außer das, was du gerade angesprochen hast. Das habe ich mir nämlich mal angeguckt, weil du sagst, Techniker, das geht bei jeder Krankenkasse. Also das hat damit zu tun, wenn du selbstständig bist, hast du ja Möglichkeiten, dich zu versichern. Du kannst dich privat versichern oder du kannst dich gesetzlich versichern. Richtig. Das kannst du dir aussuchen, bis zu einem gewissen Punkt. Hier sind wir ja alle bei der KSK, aber das heißt noch lange nicht, dass wir versichert sind im Krankheitsfall, oder? Bedingt. Es ist so, erstmal sind ja nicht alle bei der KSK, aber ich würde mal sagen, viele sind bei der KSK und es macht natürlich für uns Künstler, ich will jetzt nicht irgendwie zu sehr in die KSK-Thematik einsteigen, aber ich persönlich bin der Meinung, dass es wahnsinnig viel Sinn macht, in die KSK zu gehen, weil sie insbesondere natürlich, also einerseits ist sie ja wie ein Auftraggeber oder wie ein Arbeitgeber, denn sie zahlt dir ja quasi die Hälfte deiner Krankenkassen, Pflegeversicherung und Rentenkosten sozusagen. Ja. Und insbesondere die Rententhematik ist natürlich total spannend, weil das, was du da bekommst, nämlich einfach das Doppelte, sozusagen, von deiner Rentenleistung. Du zahlst, sagen wir mal, 100 Euro, aber eingezahlt werden 200 Euro in dein Rentenkonto. Das ist, ein Benefit, den kriegst du bei keiner Riester-Rente, den kriegst du bei keiner, bei keinem Fonds sparen und so weiter. Das ist einer der Gründe, warum ich das sehr, sehr cool finde, dass es die KSK gibt. Absolut, ja. Aber natürlich auch grundsätzlich, weil der Staat einfach sagt, wir wollen, dass es den Künstlern und Publizisten gut geht, oder dass wir wollen uns die leisten sozusagen. Mhm. Deswegen gibt es die KSK jetzt ja schon sehr lange. Das heißt aber, wenn man in der KSK ist, in der Künstlersozialkasse, man ist also Künstler oder Publizist, dann ist man tatsächlich
krankenversichert über die KSK. Mhm. Das heißt aber nur, dass sie das Geld verwaltet. Das heißt, ja, man ist ja trotzdem noch bei einer Krankenversicherung. Ganz genau. Du kannst eine Krankenkasse aussuchen. Genau. Das kann die Techniker sein, das kann aber auch die Barmer, die AOK, whatever sein. Du kannst dir selber eine Krankenkasse aussuchen. Du kannst auch sagen, ich will privat mich versichern. Das hat Vor- und Nachteile. Das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, darüber zu reden. Aber wenn du jetzt gesetzlich versichert bist, dann hat das Künstlersozialversicherungsgesetz, sieht vor, auch wieder eigentlich ein cooler Move vom deutschen Staat, dass man ganz normal, wie jeder Selbstständige, der gesetzlich versichert ist, ab der 7. Woche einer Krankheit, ja, oder 43. ab dem 43. Ja. Tag, kriegst du Krankentagegeld. Krankentagegeld, da muss man ja auch wieder unterscheiden zwischen Krankengeld, Verletztengeld gibt es, es gibt Krankentagegeld, es gibt Krankenhauspflegegeld. Also da gibt es ja ganz verschiedene Positionen. Ne? Weißt du, wo die Unterschiede sind? Ja, ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen. Krankentagegeld ist eine Leistung, die von privaten Krankenversicherungen angeboten wird. Es tritt in Kraft, wenn Versicherte aufgrund von Krankheit arbeitsunfähig werden. Im Gegensatz zum Krankengeld der gesetzlichen Krankenversicherung wird das Krankentagegeld unabhängig vom Einkommen des der Versicherten berechnet. Die Höhe des Krankentagegeldes wird bei Vertragsabschluss festgelegt und kann je nach Versicherungspolice unterschiedlich sein. Ah, verstehe. Also private Krankengeldversicherungen werden oft von Selbstständigen oder Personen abgeschlossen, die über kein oder ein geringes gesetzliches Krankengeld verfügen. Das ist das Krankentagegeld. Ja, das ist, glaube ich, eine Frage der Definition, weil die sagen eigentlich, ab dem 43. Tag kriegst du Krankentagegeld. Und das ist, weil, wenn du gesetzlich versichert bist, ja, über die KSK, in unserem Fall, sagen wir mal, du bist KSK und Techniker, dann kriegst du 70% maximal deines Arbeitseinkommens. Einkommens, ja. Allerdings ist es ja immer die Frage, das, was du angibst bei der KSK, das ist ja eine Schätzung, die wir angeben. Ne? Ja. Sagen wir mal, du gibst 3.000 monatlich an, dann kriegst du 70% von 3.000 maximal ausgezahlt. So, immer, ne? Vom Bruttogehalt. Vom Bruttogehalt, genau. Ja. Aber erst ab dem 43. Tag. Und das ist natürlich so die Frage. Das ist ja das große Problem, ja. Also wer ist so lange was krank? Was ist in 6 Wochen? Genau. A, wer ist so lange krank? Und B, was ist mit einer Grippe, die 2 Wochen dauert? Dann fällt es ja komplett raus. Ja, und dann machst du vielleicht eine Tour, die geht genau 2 Wochen. Ja, genau. Ist aber kompakt in den 2 Wochen. Wo du krank bist, ja. Genau. Und dann ist es auch wieder vorbei. Also ich hatte noch nie den Fall, wo ich so lange krank war. Also das Höchste war eine Woche. Also zum Glück, ne? Ich meine, es gibt Menschen, also die sich vielleicht irgendwie einen Arm brechen oder sowas. Ja. Dann sieht es schon wieder anders aus. Ne? Dann dauert es länger, genau. Dann bist du länger beschäftigt. Da würde das dann greifen. Ja. Aber das eigentliche Problem, haben wir ja gerade schon lokalisiert, ist ja eigentlich, dass häufig die Krankheiten gar nicht so lange dauern und trotzdem in dem Zeitraum so viel Kohle flöten geht. Ja. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, das nach vorne zu verlegen. Also es gibt, das sieht das Künstlersozialversicherungsgesetz vor, dass Künstler und Publizisten, die über die KSK versichert sind, gesetzlich in einer Krankenkasse sind, einen speziellen Wahltarif abschließen können. Ein Zusatztarif, der es ermöglicht, vor dem 43. Tag auch Geld zu bekommen. Ah, verstehe. Das muss man zusätzlich abschließen. Genau. Das ist eine Zusatzversicherung. Das ist eine Zusatzversicherung, die du gar nicht mit der KSK besprichst, sondern sagen wir mal, du bist bei der Techniker Krankenkasse, dann würdest du quasi bei der Techniker anrufen und sagen, hier, ich bin der Markus, ich bin bei euch versichert über die KSK, das wissen die ja oder das sehen die. Und dann sagen die, ja, okay, du bist also nicht nur selbstständig, sondern du bist auch noch dazu Künstler und Publizist, Selbstständiger. Und deswegen steht dir diese Wahlmöglichkeit zu, dass du dich wahltarifmäßig zusätzlich versichern kannst für das erweiterte Krankentagegeld. Das bedeutet, man hat die Möglichkeit, das habe ich ein bisschen recherchiert und das ist gesetzlich so festgeschrieben und das bezieht sich letztendlich auf alle gesetzlichen Krankenkassen. Man kann das so einstellen, dass man ab dem 15. Tag, also nach 2 Wochen bereits, Kohle bekommt. Verstehe. Früher geht es nicht. Mhm. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, dass es schon früher greifen würde. Mhm. Außer, das habe ich nur bei der Techniker gefunden, allerdings glaube ich, ist es eine Sache, die wahrscheinlich bei allen anderen auch greifen würde, wenn man eine vollstationäre Behandlung benötigt,
dass du also wirklich schon ab dem ersten Tag vollstationär behandelt werden musst. Mhm. Bei der Techniker, die schreiben es tatsächlich rein. In diesen Fällen kann es sein, dass man ab dem ersten Tag sogar dieses Krankentagegeld bekommt. Aber wenn du jetzt eine Grippe hast und zu Hause bist, kannst du dich vom Arzt krankschreiben lassen. Wenn die dann mehr als 2 Wochen hält, würdest du quasi ab dem 15. Tag Geld bekommen. Okay, die muss ich wirklich extra abschließen bei der Deiner Krankenkasse. Du musst bei deiner Krankenkasse anrufen oder dich informieren dort. Ich habe gestern mal eine Stunde ein bisschen gesurft und war auf 6, 7 Websites von Krankenkassen und die haben alle, findest du bei jeder, die ich jetzt gesehen habe, findest du da Abschnitte oder PDFs oder Leaflets dazu. Ach cool. Das heißt immer Wahltarif für Künstler und Publizisten oder es heißt irgendwie Wahltarif Krankengeld oder so. Und dann gibt es immer diese Aufsplittung für Künstler und Publizisten. Denn die Konditionen sind besser als für nur Selbstständige, die nicht im künstlerischen Bereich tätig sind. Eigentlich cool, dass es das gibt. Es ist allerdings so, dass die jeweilige Krankenkasse das ein bisschen anders handhabt. Ja. Und ich fand es am spannendsten, aus meiner Sicht am spannendsten bei der Techniker, weil die nämlich sagen, du hast eine total geile Wahlmöglichkeit. Du kannst sagen, ich kann wählen zwischen 30 Euro täglich bis 110 Euro täglich maximal. Also Auszahlung Krankentagesgeld bis 110 Euro. Das Ganze geht in 5-Euro-Schritten, also 30, 35, 40, 45 und so weiter. Und für jede 5 Euro, die du gerne hättest im Krankheitsfall sozusagen, zahlst du eine monatliche Prämie von 1,75 Euro pauschal die ganze Zeit. Kann sich dann jeder ausrechnen, ne? Wenn du irgendwie 110 Euro hast, musst du halt 110 durch 5 mal 1,75 Euro. Das ist dann der monatliche Beitrag, den du zahlst. Den zahlst du natürlich die ganze Zeit und dann im Krankheitsfall greift der dann eben irgendwann. Bei anderen Versicherungen ist es so, zum Beispiel bei der DAK mal geschaut, die machen das so, die gehen einfach nach dem monatlichen Einkommen und sagen, du hast bis 1.000 Euro, bis 1.500 Euro, bis 2.000 Euro und dann kriegst du eine monatliche Prämie von 6 Euro, 9 Euro, 12 Euro und kriegst dann ausgezahlt 12 Euro, 18 Euro, 24 Euro. Also die geben dir das vor, du kannst es nicht beeinflussen. Andere sagen, du kriegst einfach pauschal diese 70% und musst dafür circa 1% bezahlen. Es geht so zwischen 0,6 und 1,4% je nach Leistung und je nach Krankenkasse. Aber grundsätzlich ist es so, jede Krankenkasse bietet das an. Man kann sich da informieren, man kann das abschließen. Und dann muss man einfach sich überlegen, macht es Sinn, dass ich jetzt monatlich den und den Beitrag bezahle? Wie oft bin ich krank? Kann man es überhaupt abschätzen? Oder spart man sich die Kohle, legt es unter das Kopfkissen? Also das ist genau, das ist ja sowieso. Ne? Also ich glaube, jeder Musiker, es gibt einfach keine Möglichkeiten zu sagen, okay, das Wochenende fällt flach, ich muss 3 Gigs absagen. Wir haben keine Möglichkeiten, dieses Geld irgendwie zu versichern. Das gibt es einfach noch nicht. Ne? Nee. Und das ist ja das Hauptproblem. Und wenn du jetzt einen Monat hast und wir wissen ja, wie es ist, wir haben gute Monate, wir haben schlechte Monate, wir sind vielleicht auf Tour, wir sind aber vielleicht nicht auf Tour und haben vielleicht in einem Monat irgendwie an jedem Wochenende vielleicht im Schnitt 1 Gig oder so. Das kann auch mal sein, dass wir jeden Monat oder jedes Wochenende 2 Gigs haben. Es ist halt immer die Frage, wie viel wir gebucht sind, logisch. Aber wenn wir gerade einen Monat haben, wo vielleicht irgendwie nur 5 Gigs sind und 3 davon finden an einem Wochenende statt und genau da bin ich krank, ist halt super ärgerlich, klar. Weil dann halt eine Menge Geld flöten geht. Und dafür gibt es halt einfach noch keinen Ersatz. Ne? Also es ist nur möglich, das Einzige, was wirklich möglich ist, ist jetzt hier mit einer Zusatzversicherung ab dem 15. Tag irgendwie Krankheitsgeld oder Krankengeld oder sich dann so richtig kaputt zu machen, dass man vollstationär direkt liegt, dann hat man ab dem ersten Tag die Möglichkeit. Ja, das ist eine Möglichkeit. Wenn man merkt, man hat eine Grippe, muss man am besten sich gleich vom Hochhaus runterschmeißen und dann gucken, dass man möglichst sanft landet. Aber das wäre eine Möglichkeit. Würde ich aber niemandem empfehlen, bitte nicht machen. Ja. Was ich auch noch sagen wollte, genau, das ist nämlich genau das nächste Thema, was natürlich jeder Musiker eigentlich dann machen sollte, ist einfach Geld weglegen. Ne? Also ich glaube, man muss sich selbst einfach absichern und sagen, wenn ich ein Wochenende ausfalle, ich lege einfach so und so viel 1.000 Euro auf jeden Fall auf ein Konto, dass ich immer
dass ich immer einen Puffer habe. Also das ist sowieso... Vielleicht für den Kopf auch grundsätzlich immer, eine, wenn das möglich ist, wenn man Geld ansparen kann, ja, dass das einfach weg ist auf einem anderen Konto oder wie auch immer. Ja. Das ist so eine eigene Psychologie, checken. Ey, das ist so wichtig. Ich habe in der Corona-Zeit auch, ich habe einfach immer ein bisschen was weggelegt und musste da dran. Ich habe das eigentlich auch für einen Notfall genommen, aber das war wirklich so haarscharf, dass ich meine, ne, es gab natürlich die Corona-Hilfen, ja. Danke, ja, dass es die gab, alles super, aber es war trotzdem so knapp, dass ich wirklich ein bisschen an meine Reserven musste. Und das hat auch nicht wehgetan, weil ich habe genug weggelegt, aber ich glaube, jeder, der diesen Beruf ausübt und wirklich darauf angewiesen ist, einfach übers Jahr verteilt Jobs zu spielen und der sollte wirklich gucken, dass er ein bisschen was weglegt. Vielleicht bei jedem Gig irgendwie einen Teil weglegen oder so. Ja. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir im Moment tun können, um uns abzupolstern im Fall einer. Ja, leider ist es so, genau. Ich habe dieses Ding abgeschlossen bei der Krankenkasse mit diesem bis zum 15. Tag vorziehen. Ich habe es noch nie gebraucht. Leider oder zum Glück, wie auch immer man das sehen will. Aber das ist natürlich grundsätzlich mal okay. Und ich habe halt diese Lippen- und Fingerversicherung, die habe ich als Student schon abgeschlossen damals, weil das irgendwie gar nicht so teuer ist und irgendwie mir ein gutes Gefühl gibt. Was passiert dann, wenn du jetzt angenommen, du fährst mit deinem Segway durch Mannheim durch und du fällst mit einem Gesicht, Ich weiß nicht, was mit Extremsportarten oder so ist, wie sehr man da selber eine Liability ist oder hat. Da habe ich jetzt die Police nicht vor Augen. Aber ich meine, es geht um einen Unfall. Wenn du einen Unfall hast und du kannst danach, in meinem Fall kann ich kein Holzbläser mehr sein. Das steht da so drin. Also für immer oder nur temporär? Ich glaube, auch das kann ich nicht genau beantworten, aber ich glaube, es ist für immer, nicht temporär. Sonst wäre es ja zwar ein Unfall, aber verstehe. Weil das ist eine Einmalzahlung. Das ist, du kriegst eine Einmalzahlung. Ich hab das im Hinterkopf für mich so, wenn irgendetwas passieren sollte, dann gibt es eine Einmalzahlung, die ist auch nicht wahnsinnig hoch. Da kommst du jetzt nicht 5 Jahre mit über die Runden. Aber du hast dann zumindest die Möglichkeit, dich anders aufzustellen oder gar eine Umschulung oder so zu machen, je nachdem, was man dann machen müsste. Also da redet man schon von Berufsunfähigkeit. Ist eigentlich eine Unfallversicherung im Falle einer Berufsunfähigkeit. Genau. Verstehe. Also ich habe da schon seit Jahren, ich glaube, keine Ahnung, wann ich die abgeschlossen habe, ich glaube, bei der Allianz damals. Wir müssten echt Werbung nehmen, ne? Für die... Ja gut, Kohle ich mein, nehmen für die Werbung. Die Leute, die zuhören, klar, die wollen sich ja auch informieren. Ne? Also ich glaube, also diese Sache bei der Mannheimer ist auf jeden Fall, glaube ich, schon eine gute Sache, die mal zu checken. Bei der TK gibt es, wie gesagt, auch diese Sache mit der Zusatzversicherung. Das kann man auch bei mal jeder checken. Krankenkasse. Also wir reden ja hier von allen Krankenkassen, die gibt es ja überall. Und Allianz, wie sie auch immer alle heißen, alle haben da irgendwelche Pakete. Und ich hatte damals eine kombinierte... wie heißt das? Eine kombinierte BU abgeschlossen. Was also heißt kombiniert? Kombiniert heißt in dem Fall... das BU ist Berufsunfähigkeitsversicherung? Ja, aber die ist kombiniert mit einer Lebensversicherung. Ja, okay. Das heißt, wenn ich berufsunfähig wäre, bekäme ich Geld ausbezahlt. Man darf, glaube ich, wählen, ob man das monatlich ausbezahlt bekommt oder als komplette Summe. Und außerdem kann ich die ab dem 16. Lebensjahr, kann ich die wie eine Lebensversicherung auszahlen lassen. Ab dem 16. Laufjahr. Ab dem 60. Lebensjahr. Ach, 60. Lebensjahr. Also es ist wie eine Art Rente. Ja, genau. Also ich kann die auszahlen lassen, auch wenn ich nicht berufsunfähig bin. Ja, ja. Also das ist eine kombinierte Geschichte. Das heißt, ich spare über die Jahre da rein und kann die mir am Ende so oder so auszahlen lassen. Aber wenn ich berufsunfähig wäre, würde die auch greifen. Bei den BUs, jetzt weiß ich ja nicht, was du für eine hast, aber bei den BUs ist ja so ein bisschen ein Thema meines Erachtens, dass es mittlerweile fast gar keine Möglichkeiten mehr gibt, zu sagen, ich bin Musiker und bin als Musiker berufsunfähig. Mhm. Also weil du taub bist zum Beispiel geworden bist. Oder wenn du dir den Finger abhackst, kann ich halt kein Saxophon mehr spielen. Mhm. Viele BUs sagen nämlich dann einfach, ja, du kannst aber trotzdem weiterhin unterrichten. Oder du kannst weiterhin
im Studio arbeiten oder whatever. Und, ne? Und deswegen ist das mit der BU, da muss man einfach wahnsinnig aufpassen. Es heißt nicht, dass der jetzige Job ausschließlich damit abgesichert ist, sondern die können trotzdem noch sagen, ja, dann geh bitte in die Firma an die Stanze und dann kannst du ja noch arbeiten. Also man müsste sich eigentlich den kompletten Kopf abhacken, damit man berufsunfähig wäre. Dann würde die, glaube ich, funktionieren. Ja, genau. Also ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, aber tatsächlich haben wir keine Möglichkeit letztendlich bisher. Was uns auch fehlt, ist die Arbeitslosenversicherung. Das haben wir ja während Covid auch festgestellt. Ja. Da bin ich ein ganz, ganz großer Befürworter. Wann ist denn ein Musiker arbeitslos? Ja, wann ist ein Musiker arbeitslos? Wenn er nicht arbeiten darf, wie zum Beispiel während Covid. Ja. Ja, stimmt. Das wäre ein Thema. Aber du hast vollkommen, die Frage ist natürlich wahnsinnig berechtigt. Mhm. Wann ist ein Musiker arbeitslos? Ja. Ne? Das ist natürlich ein Thema. Das müsste man dann definieren, genau. Ja. Wir haben ja keinen Chef, ne? Wir haben jetzt viele Chefs vielleicht. Wenn jetzt jemand sagt, okay, du bist jetzt bei der einen Band rausgeflogen, jetzt mal so ganz lapidar ausgedrückt, dann kann man immer noch sagen, ja, aber du hast ja dann immer noch andere Bands oder sowas. Oder du hast vielleicht noch andere Jobs. Wer ist eigentlich dein Chef? Ne, bei einem Angestelltenverhältnis ist es ganz klar, du kriegst gekündigt, du hast einen Vertrag, ne, wir haben ja noch nicht mal einen Vertrag. Du wirst rausgeschmissen, du wirst gekündigt und dann ist es ganz klar die Definition arbeitslos. Ja, aber das muss man, glaube ich, nicht nur bei MusikerInnen sehen, sondern eben auch grundsätzlich bei Selbstständigen. Wann wäre man als Selbstständiger arbeitslos? Ja. Das ist richtig, dass man diese Definition finden müsste. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ja so, unter bestimmten Voraussetzungen kann man als Selbstständiger auch in die gesetzliche Arbeitslosenversicherung einzahlen. Das geht aber nur unter ganz restriktiven Bedingungen, nämlich innerhalb des ersten oder der ersten 3 Jahre. Da bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber es gibt Möglichkeiten, da reinzukommen, aber wenn man schon lange freischaffend tätig ist, kommt man da nicht mehr rein. Das heißt, es gibt eigentlich staatlich vorgesehen eine Arbeitslosigkeit bei Selbstständigen, dass man in die Solidarkasse quasi einzahlt und Arbeitslosengeld bekäme. Covid hat ja uns da das beste Beispiel geliefert, nämlich da alle Angestellten haben quasi Arbeitslosengeld bekommen und waren zu Hause und haben gegrillt, wenn man es über einen Kamm scheren möchte. Haben alle gegrillt. Und, ja, nee, aber die haben zumindest dann haben 60-70% ihrer Kohle bekommen und waren abgesichert. Bei den Freischaffenden war es nicht so, insbesondere bei den Künstlern oder bei Gastronomie, die eben mit Publikumsverkehr zu tun haben, wurde es ja massivst eingeschränkt und das hat ja nichts mit Selbstverschulden zu tun. Da gibt es auch kein Homeoffice. Da gibt es nämlich dann kein Homeoffice, genau. Ja. Und wenn es das gegeben hätte, wenn es für uns Freischaffenden eine Arbeitslosenversicherung gegeben hätte, dann hätte ja auch keiner diese Soforthilfen benötigt, die so ganz sinnlos teilweise zusammengeschustert wurden vom Staat. Deswegen bin ich ein ganz großer Befürworter, wenn man sich nämlich das Künstlersozialversicherungsgesetz anguckt. Wir haben Krankenkasse, wir haben Rente, wir haben Pflege. Das Einzige, was fehlt in diesem Konstrukt, ist die vierte Säule, nämlich die Arbeitslosenversicherung. Mhm. Wenn es die gäbe, und wohlgemerkt würde ich oder wir haben mit ProMusik auch eine Umfrage mal gemacht dazu, ob jemand oder wie viel man bereit wäre, dafür einzuzahlen. Ist ja klar, dass man das nicht umsonst bekommen möchte, sondern man muss ja, jeder Arbeitnehmer zahlt ja auch in die Arbeitslosenversicherung ein. Mhm. Und bei der Umfrage kam raus, dass es überhaupt gar kein Thema wäre. Ganz viele wären bereit, richtig viel Geld auszugeben. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau mehr vor Augen, aber wir waren so im Durchschnitt bei irgendwas zwischen 50 und 80 Euro monatlich, die wir gerne dafür abgeben würden, um die Möglichkeit zu haben. Irgendwie. Ja. Das fehlt, das ist nicht vorgesehen und das ist auch immer so ein bisschen schwierig, Künstlersozialversicherungsgesetz zu ändern. Weil das ja viele Parteien nicht so sehen, dass das notwendig ist, andere natürlich schon. Aber das wäre total logisch, das haben wir nämlich in anderen Ländern, ist es anders geregelt, in Frankreich. Genau, wir hatten doch mal mit Frankreich verglichen, da hattest du auch mal ein bisschen recherchiert. Da gibt es ja eine richtige organisierte Situation da. In Frankreich ist es anders und das ist natürlich historisch gewachsen, das sprengt sicherlich ein bisschen den Rahmen, ins Detail zu gehen, aber bei denen ist es quasi so, du wirst im Falle einer Arbeitslosigkeit wirst du vom Staat quasi zwischenangestellt, wenn man so will. Ah. Also pauschal gesagt, du hast 30 Tage im Monat Zeit zu arbeiten. Mhm. Und wenn du in diesem System bist, es gibt bestimmte Voraussetzungen, dass du da reinkommst. Du musst überhaupt mal nachweisen, dass du so und so viele Stunden im Jahr künstlerisch tätig warst, sei es Proben oder Gigs oder whatever.
sogenannte Cachets sammelst du. Und wenn du eine bestimmte Zahl erreicht hast, bist du antragsberechtigt, kommst dann in dieses System rein. Das ist ein Solidarsystem. Das bedeutet, wenn du beispielsweise 500 Euro bei einem Gig verdienst, zahlst du ungefähr die Hälfte von der Kohle in die Kasse ein, sozusagen. Mhm. Also du kriegst nicht 500 aufs Konto, sondern vielleicht nur so 260 oder so. Mhm. Der Rest fließt da rein. Und wenn es dann aber so ist, am Ende des Monats guckst du, okay, ich hatte 30 Arbeitstage und von den 30 Arbeitstagen oder potenzielle Arbeitstage habe ich aber nur 15 Tagen gearbeitet. Mhm. Bezahlte Probe, Konzert, Dozentenjob, whatever, also an den Tagen, wo du Geld verdient hast, das sind die bezahlten Arbeitstage. Die anderen Tage hast du vielleicht zu Hause gesessen und hast einen Song geschrieben oder du hast dich weitergebildet oder du hast auch einfach mal nur die Füße hochgelegt, weil du einfach platt warst. Ja. Und für diese anderen Tage bekommst du dann ein Tagegeld ausgezahlt, was sich orientiert an deinem individuellen Einkommen. Mhm. Das liegt also auch irgendwo so zwischen, wir haben es glaube ich mal ausgerechnet, irgendwas zwischen 60 und 120 Euro monatlich, täglich kriegst du ausgezahlt. Mhm. Allerdings ist es gedeckelt nach oben. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich habe monatlich 8.000 Euro und krieg dann nachher auch, werde kompensiert auf 8.000 Euro. Das nicht. Ja. Ich glaube, der Deckel ist so bei 2.500 im Durchschnitt. Ist insofern auch logisch, weil das soll ein Solidarprinzip sein. Also die, die etwas mehr verdienen sollen, auch die etwas Einkommensschwächeren mitfinanzieren sozusagen. Okay. Das hat aber zur Folge, dass du auch mal sagen kannst, ich habe jetzt ein Jahr lang durchgearbeitet und bin total platt und habe entweder sowieso keine Gigs jetzt oder ich mache mal ganz bewusst jetzt mal 2 Monate eine Auszeit, um auch wieder zur Kreativität zu kommen oder zu üben oder whatever. Und dann kriegst du aber einfach, wirst durchbezahlt sozusagen. Es ist eigentlich wie ein Arbeitslosengeld oder eine Zwischenanstellung durch den Staat. Aber das ist natürlich nicht endlich, oder nicht unendlich, sondern nach 12 Monaten des Nichtstuns fliegst du da raus. Dann kriegst du keine Kohle mehr. Das wollte ich als nächstes fragen. Wie lang würde das denn? Das ist nur 12 Monate, aber das war damals, als die Lockdowns waren, hat der Macron das sehr gut erkannt. Und Mikro ist arbeitsunfähig gerade. Oh. Raschel, raschel. Ich laber weiter. Der Macron hat das gut erkannt und hat relativ früh in der Lockdown-Phase gesagt, naja, die können ja jetzt alle nicht arbeiten. Und wenn die nicht arbeiten können, verdienen die kein Geld und werden dann eben relativ bald in diese Phase kommen, dass sie ein Jahr lang quasi das ausgeschöpft haben und fallen dann letztendlich raus. Ja. Und dann hat er diesen Bezugszeitraum einfach verlängert, anstatt also irgendwelche Sozialhilfen zu machen, wie das bei uns war, oder Soforthilfen, hat der quasi einfach diesen Bezugszeitraum etwas verlängert, sodass der alle Künstler, Schauspieler, Techniker, alle die, in Frankreich ist es so, die alle Leute, die im Bereich Kunst, Kultur, darstellende Kunst arbeiten, sind davon, wie soll ich sagen, positiv betroffen. Ja. Das heißt, Intermittence du Spectacle, also alle, die im Spektakel, im Auftrittswesen arbeiten. Super spannend, das haben wir in Deutschland in der Form nicht. Nichts gegen die KSK, im Gegenteil, super, dass wir die haben. Ja. Aber das fehlt. Also ich finde, es fehlt diese Arbeitslosenversicherung und es fehlt eben auch irgendeine Lösung, wie man so eine Krankheitsthematik als für Freischaffende auffangen könnte. Also es gäbe genug Leute, die da einzahlen würden, ne? Bei der Arbeitslosigkeit, ja, glaube ich. Ich glaube, schon, wenn da was, wenn man da so eine Säule aufbauen würde, gäbe es bestimmt auch genug Menschen, die da dabei wären. Ne? Also das ist, ich glaube, man müsste das halt irgendwann irgendwie mal definieren, was das genau bedeutet für einen Musiker arbeitslos zu sein. Wie schon gesagt, es muss eine Definition her und es muss eine Konstruktion her, wie das möglich wäre. Ich finde die Idee ganz witzig, wie es in Frankreich ist. Das will natürlich nicht jeder so machen. Mhm. Das muss man sich halt auch überlegen. Man muss damit einverstanden sein natürlich. Aber es ist schon auch, also für die Psyche ist es natürlich auch eine krasse Entlastung, wenn du sagen kannst, ich mache jetzt 2 Wochen mal nur kreative Arbeit, kümmere mich um ein neues Album, weil wir sind ja alle, also ich meine, wir sind jetzt Berufsmusiker,
man muss ja auch immer ganz klar unterscheiden zwischen Berufsmusiker und Künstler so ein bisschen. Das sind zwei ganz verschiedene, ganz verschiedene Arten des Überlebens auch. Ja. Also ich bin beides, ich kenne es von mir. Ich bin auf der einen Seite Berufsmusiker und da hat man natürlich feste Gagen. Man verhandelt eine Gage aus und man bekommt die. Als Künstler ist es so, dass man ganz viel in Vorleistung treten muss. Man muss ganz viel... arbeiten, ohne dass man weiß, dass man am Ende was davon hat. Also das ist der Unterschied zwischen einem Künstler Also ich hätte recht, ich weiß genau, was du meinst, wobei natürlich jeder Musiker, egal ob er künstlerisch aktiv ist, also Eigenkreationen macht, schreibt oder malt oder whatever, muss man ja aber trotzdem auch üben und sich fit halten auf dem Instrument. Also man hat schon überhaupt wahnsinnig viel reingesteckt, um überhaupt ein Level zu erreichen. Ja, die Komponente ist ein bisschen mit drin, aber es ist so ein bisschen definierter. Ja, genau. Wenn ich viel übe, dann werde ich auch in der Jazzband spielen können oder so. Oder in der Big Band oder so. Ja. Ne? Ja. Ich muss halt nur genug Zeit reinstecken. Ja. Als Künstler... Viel üben und wenig verdienen. Jazz spielen. Richtig. Wieder ein anderes Thema. Ja. Aber trotzdem ist es so, dass man als Künstler... Also wenn ich als Künstler ein Album mache und ich weiß... Also es ist eigentlich nie so, dass ich am Ende weiß, ob das jetzt erfolgreich ist kommerziell oder nicht. Genau. Das ist einfach immer, wenn ich Glück habe, geht was. Wenn nicht, muss ich weiterarbeiten dran. So, ne? Und als Berufsmusiker, dann ist es schon in der Regel so, ich habe jetzt einen Auftritt am Wochenende, ich bereite mich darauf vor, ich investiere Zeit, um die Songs zu lernen. Am Ende kriege ich aber auch eine sichere Gage. Ja. Das ist so ein bisschen schon so ein Unterschied. Ne? Ja, da könnte man zumindest eine Arbeitslosigkeit noch mal so halbwegs klarer definieren, weil die dann nicht stattfindet, diese Gage. Ne? Ja. Dafür muss die Gage natürlich vielleicht aber auch zumindest mal schriftlich bestätigt worden sein vorher. So ein mündliches Ding, hey, wir spielen am Freitag wieder, es gibt 300 Euro. Ja. Ohne eine E-Mail, ja ohne einen Vertrag. Es ist sehr selten, genau. Ja. Aber worauf du hinaus willst, ist ja die Thematik, wenn ein Künstler, der muss ja erstmal kreativ sein, der muss ja erstmal schreiben, der muss ja erstmal machen. Ja, ist wie ein Autor, der ein Buch schreibt. Und muss immer in Vorleistung gehen. Und dann ist die Frage, wie verdient derjenige denn da Geld? Das ist einerseits natürlich über Verkäufe von Musik, Stream oder physisch, aber auch über Tantiemen. Und wenn keine Tantiemen kommen, ist das dann schon Arbeitslosigkeit? Fragezeichen. Also es ist schwierig zu definieren, das Thema. Das ist natürlich total klar. Deshalb gibt es ja auch die Künstlerkasse. Ne? Genau. Aber man könnte ja auch sagen, dass man das einfach... quasi festmacht, ähnlich wie die KSK es ja auch macht, an einem Durchschnittseinkommen, was man über 12 Monate sich anguckt und sagt, wenn das unterschritten wird, kriegt man so und so viel. Ne, also es gibt ja verschiedene, müsste man dann definieren, das wäre jetzt nur eine Idee sozusagen. Ja. Und ja, aber das ist ein Thema, es geht so ein bisschen einher mit, wir suchen ja gerade nach den Unsicherheiten des künstlerischen Freelancer-Daseins sozusagen. Und das ist eben, sicherlich sind das zwei der entscheidenden Unsicherheiten. Also die Krankheitsthematik und überhaupt das Arbeitslossein. Manchmal denkt man auch gar nicht drüber nach, ich bin ja jetzt eigentlich arbeitslos, ich habe ja im Moment nichts zu tun. Jeder Schauspieler würde sich arbeitslos melden und warten, bis er ein neues Engagement bekommt oder Kellnern gehen in der Zeit. Ja. Aber häufig passiert das bei uns Musikern nicht so. Ne? Man ist dann einfach arbeitslos. Und ich habe mich daran gewöhnt, also im Laufe der Jahre. Man gewöhnt sich. Man fährt halt in Urlaub. Ja, man nutzt die Zeit anders. Ne? Wenn man Kohle hat, fährt man in Urlaub. Ja. Ich versuche halt, das ist auch genau der Punkt. Mich fragen oft Leute so, hey, wir haben am Wochenende haben eine Hochzeit, kommst du? Klar gibt es so größere Feiern wie Mutter wird 60 oder so, wo man dann auch einen Auftritt ausfallen lässt oder so. Ne? Oder meine eigene Hochzeit, da habe ich auch einen Auftritt ausfallen lassen. Ja. Aber manchmal muss man das so ein bisschen erklären. Warum musst du jeden Gig annehmen? Warum kannst du nicht mal einen Gig absagen? Und das ist im Prinzip, ergibt sich das einfach aus dieser Jahressumme an Engagements. Wenn ich im Sommer gut gebucht bin und dann danach wieder eine Phase habe, wo ich nicht so gut gebucht bin, dann ist der Sommer so wichtig für mich, dass ich da jeden, das ist wie ein Eichhörnchen, das Nüsse sammelt. Ich mir manchmal vorkomme, ich komme mir vor wie Super Mario beim Jump'n'Run, der einfach von Gig zu Gig, bam, 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 hier 100, da 500, da 1000, da 20, bam, bam, bam. Und dann ist das Level rum und dann, geil, ich habe jetzt gesammelt und weiß gar nicht, wo ich gestern war. Cool, Kohle ein, Kaching, Kaching, Kaching und jetzt habe ich aber lange Durststrecke. So ungefähr. Genau, und dann kommt nämlich, dann kommt der Monat, wo nichts ist. Und dann ist man froh, dass man ein bisschen mehr Nüsse gesammelt hat, als man. Ne? Man muss die Nüsse natürlich auch immer wieder finden oder man darf die nicht weg verschenken oder ausgeben. Ja.
Und dann hat man diesen Monat, den man halt überbrücken muss. Und das, ich glaube, das ist auch immer so schwierig zu erklären, ne? Dass ich halt sagen muss, okay, ich muss einfach so viele Shows oder so viele Jobs wie möglich annehmen, einfach damit ich übers Jahr verteilt ein regelmäßiges Einkommen habe. Ja. Das ist einfach der Grund. Ne? Ja. Und, aber jetzt finde ich ja zum Beispiel, wenn wir mal über Krankheiten reden, was ich jetzt total aktuell super spannend finde, ist, Covid ist wieder am Start. Wie auch immer, der aktuelle, alle sind krank oder viele sind krank in unserem Umfeld total viel. Ich glaube, ich habe es auch gehabt neulich. Ich habe ehrlich gesagt keinen Test mehr gemacht, weil man das ja eigentlich nicht mehr muss. Wir sind nicht mehr verpflichtet. Und so weiter. Aber ich fand es, das ist jetzt so ein Ding, das wird jetzt so eine in Anführungsstrichen normale Krankheit gerade. Ja. So wie es früher war. So wie früher Grippen und so weiter waren. Aber natürlich weiß man, okay, das ist, also du warst krank, das hat dich ziemlich zerlegt. Und ich weiß auch von einigen anderen, bei mir war es zu 2 Tagen super nervig. Das war dann auch, wenn es das jetzt gewesen ist, ich bin mir relativ sicher, weil es nämlich die gleichen Symptome waren wie bei anderen Leuten auch. Ja. Ist ja auch vollkommen egal, ich war halt krank, ja, aber ich habe so das Gefühl, das kommt jetzt gerade wieder und man geht aber total unterschiedlich damit um. Es gibt Leute, die sagen, ja, ist ja egal, ich bin ein bisschen krank. Und andere machen gerade das Fass wieder auf mit, oh krass, du musst... Du musst dich absondern und wie kann das denn sein, dass du zum Gig kommst und so weiter und so fort. Also ich mache mir die Gedanken immer, wenn ich jetzt total viral bin und huste, dann werde ich die Leute natürlich nicht umarmen und werde... Na klar, dann hält man Abstand. Genau. Und jetzt ist das halt eine normale, in Anführungsstrichen, Krankheit geworden. Und das ist ja aber trotzdem immer, man macht immer, stellt man sich die Frage, kann ich denn jetzt zum Gig gehen? Oder wenn ich jetzt wirklich Magen-Darm habe, ist nicht so schick, die Leute anzustecken, wenn man ja weiß, wie krass anstrengend das sein kann, dann hält man sich vielleicht fern oder spricht vorher mit allen. Wenn es ein größeres Team ist, muss man es vielleicht auch nochmal deutlicher besprechen. Aber das wäre, glaube ich, in anderen Situationen lässt man sich einfach krank schreiben und bleibt zu Hause. Ja. Und diese Thematik gibt es bei uns in der Form nicht, weil wir einfach Geld verdienen müssen, weil wir sonst nicht abgesichert sind. Ja. Und dann muss man zwangsläufig damit umgehen. Also das kenn und dann ich. Ist es ja auch oft so, wir kennen das ja, wir fahren donnerstags zum Tourbus, setzen uns in den Tourbus, abends merken wir schon, der Hals kratzt und am nächsten Tag sind wir krank. Ja. Jetzt haben wir aber 3 Shows und sind im Tourbus. Ja. Du bist in diesem Ding gefangen und du hockst aufeinander. Irgendwie musst du es durchziehen. Ja. Ich kann keine Aushilfe mehr finden. Okay, ich versuche halt mit Grippe oder irgendeiner anderen medikamentösen Betäubung da durchzukommen. Ja. Aber trotzdem sitzen wir alle im Tourbus, ne? Und es, klar, gibt's natürlich Möglichkeiten, sich irgendwie so abzulegen in einen anderen Raum oder so, sich ein bisschen zu trennen. Aber am Ende hat man dann doch meistens irgendjemanden angesteckt oder so, ne? Man kommt's nicht dran vorbei. Aber ich meine, so war's halt auch schon immer gewesen, ne? Genau. Das du kannst es schlecht verhindern. Und jeder Arzt, das muss man ja auch mal dazu sagen, jeder Arzt würde wahrscheinlich sagen, 2-mal im Jahr eine Grippe oder krank ist eigentlich normal. Mhm. Ne? Also man hat auch so ein bisschen so eine Panik bekommen vor Krankheiten. So. Aber es ist ja eigentlich, sagen wir mal, auch, es gehört auch ein bisschen dazu, dass man mal 1-2 Mal im Jahr wieder Antikörper vielleicht ansammelt und sich wieder ein bisschen... rüstet gegen andere Krankheiten. Das ist ja auch so ein bisschen normal. Ne? Der Körper macht das ja auch. Und ich bin jetzt kein Arzt natürlich, ne? Will mich ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ein bisschen gehört schon dazu, dass man auch mal krank ist im Jahr. Und dass man krank sein darf halt auch. Ne? Aber ich sage dir, es gibt sicherlich auch Leute, die das einfach so machen, sagen, die wissen, die sind krank. Hm. Oder sie haben Covid, im schlimmsten Fall jetzt für die Leute, die Angst davor haben. Hm. Die sagen es aber keinem und kommen trotzdem zum Gig, weil es ihnen okay geht und weil sie das Fass gar nicht aufmachen wollen, dass man jetzt da irgendwie drüber redet. Ja. Kann ich auch total nachvollziehen in gewisser Weise, dass jemand diese Gedanken dann hat und dann den Gig einfach spielt irgendwie. Ja. Ist immer die Frage, machst du das Fass auf oder nicht? Ja. Und wenn man das Fass aufmacht und dann ist klar, dann ist natürlich... Da muss man sich natürlich auch dementsprechend verhalten. Ne? Aber wie gesagt, die Covid-Phase ist vorbei und es ist auch, der Virus ist nicht mehr so schlimm. Wir haben es zum Glück überstanden. Und bei mir war es nur deshalb so schlimm, weil ich mein Hals, der war so entzündet, dass ich nicht mehr schlucken konnte und so. Und das war wirklich krass. Das habe ich noch nie erlebt, dass ich dann wirklich Schwierigkeiten hatte, Flüssigkeiten zu mir zu nehmen und zu essen. Ich habe eine Woche nicht gegessen. Das würde mir immer ganz gut tun. Mir nicht. Wahrscheinlich
2-3 Kilo abgenommen oder so. Ja. Aber egal, ein menschlicher Körper hält es aus, eine Woche lang nicht zu essen, das geht. Ja, klar. Und so eine Fastenzeit ist ja auch nicht immer so ungewollte schlecht. Covid-Fastenzeit. Ja, alles gut. Ja. Das Blöde war halt einfach nur, dass das Schlucken so schmerzhaft aber war. Aber hattest du in der Zeit, hast du viele Sachen außer unserem Podcast abgesagt? Die Woche habe ich komplett flach gelegen. Ja, aber du hast da nichts gehabt. Ich habe am Ende meiner Corona-Phase habe ich einen Gig gespielt. Ja, genau. Und am Anfang dieser Corona-Phase bin ich ja von Gregors Tour gekommen. Ja, genau. Also es war eingerahmt von zwei Shows, zwei Wochenenden. Ja. Es war genau die Woche, war ich weg vom Fenster. Ja. Da hätte ich auch nichts machen können. Ja. Und am Anfang und am Ende. Ja, okay, das war immerhin sozusagen. Ja, das Timing war perfekt. Lustigerweise, aber ich hatte das letzte Mal, als ich Covid hatte. Oder das vorletzte Mal. Ich habe es mittlerweile 5-mal gehabt, so schlimm wie es ist. Ich kann mich auch an Afrika erinnern, wo du schreiend in deiner Lodge gelegen bist. Das darf man aber eigentlich gar nicht erzählen, weil das... Da wissen wir es ja auch nicht, ob es das war. Ja, stimmt. Das war vor dem ersten Lockdown hatte ich Covid. In Afrika hatten wir schon alles. Beziehungsweise gehabt. Man weiß es nicht, weil ich erst danach, da gab es noch keine Tests. Ja, klar. Und ich habe danach erst einen Antikörpertest gemacht und hatte Antikörper. Ja. Aber die Signale oder Symptome waren eindeutig. Es gab keine Tests. Wir sind nach Afrika geflogen und konnten nicht testen. Ja, das war aber, wie gesagt, noch vor dem ersten Lockdown. Also bevor... Ja, dann, genau. Da war das noch gar nicht so in aller Munde. Ich kann mich noch erinnern, dass ein Arzt aus Amerika irgendwie so selber irgendwelche Tests im Internet preisgegeben hat und gesagt hat, Leute, das ist überhaupt kein Problem, ihr müsst einfach diesen Streifen da und wenn da zwei Striche da sind, dann habt ihr Covid. Ich teste meine ganze Familie damit. Es kam irgendwann mal so durch, dass es solche Tests gab und dann wurde das kommerziell irgendwann mal produziert. Ja, die gab es damals nicht. Ich war trotzdem am Set und wir haben, ich habe 3 Tage richtig derbe flach gelegen. Das war die krasseste Krankheit ever, die ich hatte. Aber also, wir hatten in Afrika ja schon alles. Wir hatten da Magen-Darm, wir hatten... Ich weiß noch, das erste oder zweite Jahr, wo die ganze Mannschaft... Einer nach dem anderen ist so gefallen war. Matthias lag so auf dem Klavier. Ja. Der war komplett durch. Ja. Alle hatten irgendwas gehabt. Ja. Und wir haben uns da irgendwie durchgequält. Aber das letzte Mal, wo ich es hatte, da war auch irgendwie sau viel Alarm gewesen. Und dann hätte ich einen Gig gehabt mit der Christina Stürmer in einer Fernsehshow. Der wäre aber Playback gewesen. Ja. Und dann bin ich irgendwie morgens wach geworden. Ich war die Tage davor schon mau und mir geht so schlecht, ich kann das Bett nicht verlassen. Mhm. Und habe dann kurz einen Test gemacht und war halt zweistrichig. Und dann habe ich halt gesagt, ey, weißt du was, also nichts, ne? Ich hätte den Gig echt gern gespielt, aber für einen Playback-Job muss ich jetzt auch nicht nach Berlin fliegen. Ja, da findet man ja immer jemanden. Dann, genau, da habe ich dann einen guten Kollegen angerufen, der das dann natürlich auch super gemacht hat. Das ist total egal, ob ich da spiele oder nicht. Das hat mir dann insofern auch nicht... inhaltlich dann wehgetan, weil klar war, der Gig findet dann trotzdem für die statt, das ist ja nur eine Promonummer und so. Ja, aber du hast kein Geld bekommen. Ich habe kein Geld bekommen, exakt. Ja. Das stimmt, ich habe kein Geld bekommen, aber in dem Fall war, wie bei dir auch klar, es wäre sowieso nicht gegangen. Ja. Mir ging es so dreckig, das hätte ich nicht gemacht irgendwie. Ja, man kann das abschätzen, ne? Wenn man jetzt wirklich weiß, okay, ich liege flach und dann versuche ich aufzustehen, versuche zum Zug zu gehen, fall schon halber um und der Kreislauf spielt nicht mit, dann macht es keinen Sinn. Dann kannst du gar nichts machen. So, ne? Aber wenn ich weiß, okay, ich bin stabil, ich bin nur ein bisschen benebelt und so war es bei Gregor am letzten Tag. Weißt du, was geil war? Du hast ja am ersten Gig bei Gregor hast du gesagt, ah, mir geht's nicht so gut. Da war aber keiner. Ja, ich musste husten, ich konnte nicht mehr singen. Und dann hast du den einen Song auch nicht gesungen. Ja. Die Nummer, die du alleine singst quasi, wurde dann geskippt sozusagen. Und am Tag drauf, wo es ja vermeintlich dir schlechter ging oder so, hast du trotzdem gesungen. Ja. Und du hast total anders gesungen als sonst. Ja, ja. Und das war aber geil. Also das war... Also ein bisschen bluesy. Ja, also jetzt nicht... Das war einfach... Du hast einfach einen ganz anderen Approach gehabt. Weil du, weiß nicht, mit dem Kopf woanders warst. Aber ich habe nur Finde dein Glück gesungen und meine Solo-Nummer, wo ich die ganze Strophe singen musste, habe ich auch nicht geschafft. Ah, okay. Weil ich immer husten musste. Ja. Und ich... Das macht keinen Sinn. Aber die Parts, die du solistisch gesungen hast, die waren total anders als sonst. Ja, ja, klar. Und das ist jedem aufgefallen. Ja. So, als wäre es eine andere Art von Inspiration gewesen. Oder du hast gar nicht drüber nachgedacht oder whatever irgendwie. War aber geil. War jetzt, glaube ich, für den Zuhörer überhaupt nicht wahrnehmbar, dass es dir nicht gut geht. Nee, das ging. Das konnte ich auch ungefähr abschätzen. So, ne? Aber dieses, also ich hab nie Husten, aber das war ungewöhnlich so. Ne? Dass ich wirklich beim Singen so, ich hab einen Ton gesungen und wirklich so, und dann so gemerkt, okay, da ist irgendwas, das geht einfach nicht so. Ne? Ja. Krass, aber ja, ich meine, Gregor war auch schon öfter krank, ne? Und hat es irgendwie durchgezogen mit ein bisschen Apotheken.
kam und so. Wir hatten nur einmal die Show gehabt in Zürich, wo Gregor haben wir schon darüber gesprochen, wo gar nichts ging. Genau, den hatten wir auch schon besprochen in dem Podcast. Und da haben wir auch irgendwie das durchgezogen. Als Band aber ohne ihn dann. Und mussten, haben das Publikum zumindest ein bisschen... das ist, finde ich, das ist auch noch ein Aspekt. Ja. Und zwar, wir reden jetzt immer über uns beide gerade, aber jetzt stell dir mal vor, du bist der Frontmann oder die Frontfrau. Ja. Oder eine wirklich, ich sag jetzt mal, für die Fans entscheidende Position. Ja. Wenn der Uli dich ersetzt beim Gregor, das ist natürlich anders, aber... Merkt niemand, kann trotzdem... Ja, es ist anders. Viele Leute wissen auch, da spielt normalerweise der Markus und so weiter, aber ja, wenn dann trotzdem die Gregor Meile Band da spielt und dann sagt man, hey, wir haben heute einen anderen Gitarristen, weil der Markus ist krank, ist keiner sauer. Die Leute finden es vielleicht sogar special, weil die Show dann irgendwie... Aber wenn der Gregor nicht da ist, findet die Show nicht statt. Ja. Und das ist dann ja nochmal ein weiterer Punkt, diese Verantwortung und vielleicht auch das schlechte Gewissen, was man dann dem Publikum gegenüber hat. Das haben viele Künstler, die in der Frontposition sind, sagen das, dass sie sich so selbst kasteien, sozusagen, weil sie Angst davor haben, eine Show absagen zu müssen. Und deswegen... Naja, guck mal, ich meine, wer hat denn da alles einen Schaden von? Also der Veranstalter hat wahrscheinlich einen Schaden. Was macht denn der Veranstalter? Er hat sein ganzes Personal an dem Abend, das muss er bezahlen. Ja, genau. Die dürfen dann heimgehen wahrscheinlich. Ja. Er hat keine Einnahmen, weil keine Getränke verkauft werden. Der Veranstalter hat ich weiß nicht, ob ein Veranstalter dagegen versichert ist. Keine Ahnung, da müsste man mal fragen. Und dann der Konzertbesucher, der hat ein Hotel sich gecheckt. Der fährt irgendwie, was weiß ich. Das ist total, für die, das ist so doof, ne? Das wird so häufig gar nicht so den drüber Zug, gesprochen. Die Bahn, das Ticketpreise sind hunderte von Euro. Vielleicht zurück, wenn es neu, wenn es, manchmal kriegt man sie zurück oder sie werden verlegt. Wenn es früh genug erfährst. Aber Spritkohle und die Hotelbuchung, die Fans hatten, die kriegst du ja nicht mehr ersetzt. Das ist einfach ein Eigenrisiko. Also es entsteht auf jeden Fall ein Schaden für alle Beteiligten, also für die Musiker vielleicht sogar manchmal nicht, weil am Ende die halt den Gig absagen und vielleicht den nächsten dann, den Ersatzgig dann spielen. Vielleicht werden die Musiker sogar bezahlt. Manche Künstler machen das ja so, ne, dass man trotzdem die Gage bekommt. Aber sehr selten. Ja, klar, es ist natürlich ein großes Verlustgeschäft dann. Und man muss das irgendwie kompensieren. Aber am Ende, klar, hat jeder Geld draufgelegt. Ne? Ja. Das ist, muss man schon sagen, das ist ein ganz schöner Rattenschwanz, der da dranhängt. Und als Künstler überlegt man sich wirklich, 10-mal, ob man das absagt, weil man genau weiß, die Leute sind jetzt extra angereist. Also bei Gregor war es ja damals so, das war in Zürich, es war an dem Tag, musste man entscheiden, ich pack's nicht, es geht sehr nicht. Sehr spät auch erst. Das ist die Leute waren schon da. Ja, das ist glaube ich erst um 18:30 oder so. Oder, ja. Die Türen waren schon offen, so, und dann wurde es entschieden. Und das passiert ja auch selten. Ne? Oft ist es dann doch so, dass man unter der Woche vielleicht sogar irgendwann mal checkt, okay, es macht keinen Sinn, wir sagen jetzt 3 Konzerte ab. Ja. Und verlegen die und die Leute kriegen ihre Eintrittspreise zurück oder so. Und die haben zumindest keine Anreise. Trotzdem haben die vielleicht schon ein Zugticket gebucht und ein Hotel. Ne? Ja. Wie auch immer. Also es ist immer blöd. Gut ist, sich einen Hund zu holen und mit dem Hund ganz viel unterwegs zu sein. Draußen, bei Kälte, bei Regen. Und der Hund frisst ja irgendwelche viralen Sachen die ganze Zeit. Dann ist man, glaube ich, das ist das eigene Immunsystem. Das ist gut. Und was noch besser ist, wenn du deinem Hund beibringst, wie die Songs gehen. Weil dann kann der dich dann im Notfall ganz schnell ersetzen. Ja. Ja? Also klar, gesund sein und so weiter, weil das ist ja immer alles hip. Aber gibt ja Krankheiten, da kann man nichts gegen machen. Die kommen dann einfach. Aber Leute, ich meine, egal, ihr hören vielleicht auch viele Musiker zu. Informiert euch bei eurer Krankenkasse, checkt das mal aus. Wenn ihr wirklich wisst, okay, ihr seid gefährdet, weil ihr Snowboard-Sportgeschichten unternehmt oder vielleicht irgendwie mal Pisten runterfahrt mit 120 Stundenkilometer, euch einen Arm brecht und so, dann versichert euch bitte. Ja? Weil gerade dann ist man schnell mal 4 Wochen weg vom Fenster. Ja, und dann ist noch ein Thema, das haben wir eben noch ganz kurz angeschnitten, wenn wir schon über diese KSK-Geschichte reden. Ne? Ja. Man denkt ja immer, das ist so teuer und ich habe keinen Bock, so viel Geld zu bezahlen für die KSK. Ja. Wobei man ja eigentlich eine realistische Schätzung abgeben soll des Jahreseinkommens. Ne? Ja. Ein bisschen blöd, dass das ja geschätzt wird. Auf der anderen Seite ist ja unser Einkommen auch so unstet. Wenn also die Künstler, das muss man dazu sagen, der Beitrag richtet sich nach dem Gewinn, den du machst, abzüglich aller Ausgaben, die du von deiner Steuer absetzen kannst. Das ist nicht das zu versteuernde Einkommen auf deinem Steuerbescheid. Und da kann man ja einfach viel weniger angeben. Mhm. Dann zahlt man ja auch weniger. Ne? Das ist so.
wenn es dann eine Prüfung gibt, kriegt man dann fett einen auf den Deckel. So, mhm. ne? Also das sollte schon irgendwie stimmig sein. Ja, klar. Aber ich rate immer den Leuten dazu, nach Möglichkeit an der Oberkante sich eher zu bewegen. Also lieber ja. einen Ticken mehr, meiner Meinung nach, angeben als zu wenig. Aus verschiedenen Gründen. Mhm. Natürlich zahlst du dadurch einen höheren Beitrag monatlich. Mhm. Dein Krankenkassenbeitrag ist dann eben auch höher und deine Pflegeversicherung, wobei die ist zu vernachlässigen, das sind ja ganz wenige Prozent nur. Mhm. Aber insbesondere die Rente, ja. je mehr du an Beitrag bei der KSK zahlst, desto höher ist ja auch der Rentenzuschuss, den du von der KSK bekommst. Mhm. Das ist also ein Ding. Und das zweite ist, im Falle von einer Krankheit oder eines Unfalls, der vielleicht sogar dann länger ist als 43 Tage oder je nachdem, ob du versichert bist, kriegst du ja auch mehr Geld raus dann. Wenn ja. du also total wenig angegeben hast, sogar fälschlicherweise zu wenig, mhm. ist auch diese Krankengeldleistung sehr niedrig. Ah, okay. Also das muss man alles mitbedenken. Mhm. Deswegen rate ich allen, hey, checkt echt mal, mhm. Lieber eher einen Ticken mehr angeben, was das Jahreseinkommen angeht. Das Geld ist nicht weg. Richtig, auf lange Sicht gesehen ist das Geld nicht weg. Natürlich in die Krankenkasse geht es rein, da ja. ist es weg, wenn man nicht krank wird, aber in der Rente ist es nicht weg. Ja, ja. Und das genau. Finde ich immer total wichtig, weil viele Leute, die haben ja keinen Bock, sich überhaupt damit zu beschäftigen und nervt ja auch Geld auszugeben, was man nicht hat, ist ja klar. Es tut immer weh, ja klar. Aber es ist auf jeden Fall eine super Institution und wenn man da halbwegs checkt, was man tut, dann ist man halt sicherlich ein bisschen besser aufgefangen, wenn diese Krankengeldgeschichte auch passiert. Das ist eine Sache, die wirklich in Deutschland zum Beispiel toll ist, dass es das gibt, ne? Muss man wirklich mal sagen. Ich bin, seitdem ich Musik mache, bei der Künstlerkasse. Und es ist so ein bisschen normal geworden. Ich kenne auch das Angestelltenverhältnis. Ich hatte damals, war ich, als ich angefangen habe, eine Lehre zu machen, war ich auch angestellt. Da gab es immer so diese Lohnsteuerkarte und so ja. und den ganzen Kram. Ne? Und dann ja. hat man dann auch gesehen, was der Arbeitgeber dann zuzahlen muss. Ja. Wir in Deutschland sind das gewöhnt, dass das so normal ist, ne? Dass wir einfach Zuschüsse bekommen, ja. sei es vom Arbeitgeber oder sei es von der KSK. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, dass das geht. Uns geht besser als den Amis zum Beispiel, was das ganze Thema angeht, muss absolut, man einfach sagen. Ja. Vielleicht abschließend noch ein kleiner Tipp. Pro Musik, unser Verband für freie Musikschaffende, hat ein Beratungsteam. Okay. Und zwar sind das zwei Leute, die in Köln in unserer Geschäftsstelle sitzen, die und das Ganze nennt sich Artist Elevator und da kann man sich melden, da kann man, wenn man solche Fragen oder auch andere Fragen hat, jeglicher Art, ne, sei es jetzt Steuerfragen oder kreative Urheberrechtsfragen, jegliche Fragen oder auch eben KSK und solche Dinge, kann man sich da melden. Und entweder per Kontaktformular und dann melden die sich zurück. Oder dienstags gibt es jetzt auch eine kostenlose Telefonsprechstunde, wo man da anrufen kann, wow. ohne Termin und Fragen stellen kann, wenn man irgendwas wissen will, wenn man jetzt irgendwie Fragen hat und keine Antworten im Internet findet. Ja. Und das Ganze ist nicht nur für Pro-Musik-Mitglieder. Das ist also für alle Künstler ein bundesweites Beratungsangebot sozusagen. Okay. Wenn es da also zu diesen Themen zum Beispiel auch Fragen gibt, kann man sich da melden. Mhm. Checkt mal promusikverband.de oder artistelevator.de. Ja. Also das ist ein Angebot von Promusik, aber hat auch eine eigene Website, weil das eben nicht nur für Promusikmitglieder ist. Sozusagen. Super spannend, ja. Ich habe auch bei der Recherche so ein bisschen geguckt und bin direkt auf einen Artikel von Promusik gelandet. Und da hat eine Musikerin, die heißt Mara Kochendörfer, freischaffende professionelle Musikerin aus Wiesbaden, die hat da ihren Erfahrungsbericht nämlich reingestellt, in Anlehnung an ihren Blogbeitrag auf ihrer Seite scheinbar. Mhm. Die hatte nämlich, die ist auch Profimusikerin, die hatte irgendwie sich einen Knochen oder ein Band gerissen am Fuß oder so und konnte den Gig nicht spielen, hat den kompletten Erfahrungsbericht da reingeschrieben, was da alles passiert ist. Und da gibt es wirklich einige gute Informationen. Das ist auf der Pro-Musik-Seite, wenn ihr eingebt, was habe ich eingegeben, Musik oder Musiker krank, Gig spielen trotz Krankheit oder so auf jeden Fall. Wir stellen den Link einfach unten rein. Ja, ich hab den Link kopiert. Das ist ein ganz interessanter Text, den die Mara da geschrieben hat. Das kann man mal durchlesen. Und was ich außerdem noch gefunden habe, war noch ein anderer Beitrag auf dem Musikerboard. Das ist witzig, es gibt www.musikerboard.de. Da gab es einen wirklich interessanten
wie nennt man das, ein Thread, wo Leute diskutieren darüber, wie es ist, Auftritte zu spielen und krank zu sein. Also da gab es auch schon größere Diskussionen über das Thema. Den Link stellen wir auch mal rein. Da kann man auch mal reinlesen. Und das können wir auf jeden Fall mal machen. Aber ProMusik ist grundsätzlich eine gute Adresse, wie gesagt, auch aufgrund der Beratungsstelle und so. Da kann man auf jeden Fall mal gucken. Yes, also... Boah, da waren wir aber heute richtig im Versicherungswesen tätig. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin ja so schlecht in sowas, ne? Ja, es ist auch echt ein trockenes und sehr unspaßiges Thema, aber... Es tut halt immer dann weh, wenn man krank ist und merkt, Mensch, ich habe mich ja überhaupt nicht drum gekümmert. Ja. Mist. Also das Ding bei meiner Krankenkasse, das hat mich de facto 2 Stunden gekostet. Ja. Ich habe mich hingesetzt, habe mir die Infos geholt, ich bin bei der Techniker. Da gab es jetzt keinen Grund, woanders mich zu informieren. Mhm. Hab da mir diesen Wisch runtergeladen, hab mir das angeguckt und hab eine Entscheidung getroffen. Ich will so und so viel. Es hat 2 Stunden gedauert und jetzt zahle ich halt diese paar Kröten. Mhm. Und vielleicht macht es Sinn, vielleicht macht es keinen Sinn. Ich weiß es nicht, aber ich habe es halt gemacht. Es ist kein Aufwand, es zu machen. Es ist relativ schnell hergestellt. Also jetzt für die Leute, die den Allerwertesten nicht hochbekommen, was sowas angeht, es ist kein Hexenwerk, sich da kurz mal drüber zu informieren. Und das vielleicht anzugehen. Das muss ich auch mal machen, weil ich habe da auch nichts. Ich habe da auch nichts unternommen. Ich müsste auch Instrumentenversicherungen abschließen. Mhm. Das geht ja bei der Mannheimer, ne? Da gibt's auch. Da gibt's einige Versicherungen, ja, genau. Es gibt ja die Mannheimer, es gibt auch die I'm Sound. Das ist quasi ein Ableger der Mannheimer Versicherung, die sich so ein bisschen um das Popularmusikalische kümmern. Ja. Also. Für dich wäre das wahrscheinlich interessanter. Verstehe. Für Holzbläser, Streicher, alles, was so ein bisschen auch den eventuell klassischen Touch hat, gibt es da auch andere Angebote. Aber es gibt auch andere Versicherungen, die das anbieten und so weiter. Es gibt auch so Studioversicherungen, wo man so eine Pauschalsumme versichern kann. Mhm. Nicht nur das gesamte Studio für 200.000, sondern einfach pauschal 15.000 Euro versichern, wenn jetzt quasi nur ein Gerät kaputt geht oder so. Ne? Verstehe. Da gibt es verschiedene Optionen, kann man sich erstmal so überlegen. Mhm. Aber das Studio ist ja nicht unser Körper. Nein. Das ist ja viel wichtiger. Unsere Gesundheit ist noch wichtiger. Ja, jetzt kommt der Winter. Ja, und wir sind gerüstet, denn wir haben genügend. Ich habe jetzt erstmal, ne? Das ist jetzt das Schöne. Jetzt wird ganz viel Ingwer getrunken und gekaut und Zitrone in Tee und solche Dinge, damit man auch schön durch den Winter kommt. Ne? Ja, da können wir ja mal so eine Folge machen. Körperliche Gesundheit auf Tour. Auf Tour, ja. Ja. Ja, wobei wir nicht zusammen touren werden diesen Winter, mein Lieber. Ja, das finde ich wirklich ganz schön schwach. Ja. Warum bist du denn nicht dabei? Wir reden davon, dass die Gregor Mahle Tour wieder stattfindet diesen Winter und ich wäre so sehr, sehr gerne dabei. Es ist aber so, dass gleichzeitig oder wirklich fast deckungsgleich auch eine BAP-Tour stattfindet. Mhm. Der feine Herr. Der feine Herr, nee, das hatte mit der feine Herr nichts zu tun, sondern es ein lachendes und ein weinendes Auge. Man muss sich für etwas entscheiden und die Entscheidung fiel jetzt darauf, dass ich die BAP-Tour spiele. Aus verschiedenen Gründen. Das würde jetzt auch hier den Rahmen sprengen, das alles einzeln aufzudröseln. Aber mir blutet das Herz, dass wir nicht zusammen Ingwer schneiden können auf dieser. Wir können auch keinen Podcast machen, Freundchen. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Das müssen wir uns sehr stark überlegen, ganz genau. Mhm. Das ist richtig. Das ist richtig. Wir müssen da sehr genau gucken, was wir da für eine Lösung finden. Aber kann ja gut sein, dass sich wieder Städte kreuzen. Oder Off-Days kreuzen. Ja, dann können wir Interviews machen, zum Beispiel mit diversen Musikern, bandübergreifend. Genau. Das gucken wir uns mal an, vor dem Hintergrund, dass wir alle gesund bleiben vor allen Dingen. Na klar, bleiben wir gesund. Klar. Wir kriegen das gut hin. Ja, da gibt es verschiedene Tricks, zum Beispiel kalt duschen und Ingwer. Fragst du den Falschen, aber ich esse gerne Ingwer, esse gerne scharf. Ja. Naja, ich meine, dieses sich körperlich verausgaben mit Alkohol, das ist schon lange nicht mehr so wie früher. Deswegen, da mache ich mir jetzt am meisten Sorgen. Aber halbwegs fit bleiben halt irgendwie. So. Solange die Apotheker-Rundschau im Turbus liegt, kann nichts schief gehen. Kann nichts schief gehen. Ja, Leute, bleibt gesund, bitte. Genau. Bleibt gesund und passt auf eure Körperteile auf. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Geil. Apotheken Folge 33 war das jetzt. wie hieß sie jetzt nochmal? Gigs statt Grippe. Ne, Gigs trotz Grippe. Gigs trotz Grippe. Ja. Krass. Ja,
Haben wir das auch mal gemacht? Haben wir das auch mal gemacht. Über Krankheiten geredet. Nächstes Thema. Und beim nächsten Mal geht es um verschiedene Whisky-Sorten. Oh. Können wir auch mal. Ja, das ist doch mein Tour-Highlight. Ja, vielleicht war ich dann auch in Schottland im Urlaub und kann auch noch mehr davon berichten. Das ist mal gucken, wie, was in der Zwischenzeit passiert. Der Spirituosen-Talk. Ja. Bei Axel MV. Ja. Geil. Hey. Bis später. Schön war's.